Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von Rudi W. Frage, machst du für einen Teil wirklich diese große Maschine an oder war das nur als Beispiel gemeint? Nein, es ist nur ein Beispiel. Ja, also für einen Teil, dann wird das ein Teil ein Vermögen kosten, deswegen lohnt sich das nicht für einen Teil. Natürlich, nur für ein Video habe ich das nur einen Teil genommen, aber normalerweise werden da mindestens 16, 18, 20 Teile auf einmal gebacken. Ja, das nennt man so, gebacken, warum auch immer, weiß ich nicht, aber das nennt man so. So, weitere Fragen kommen. Christian B., foliert ihr bei euch selber? Ja, wir haben seit Sommer, ne? Ja. Ja, seit Sommer 2019 haben wir einen eigenen Folierer und folieren bei uns im Haus. Ne? Also ob Digitaldruck, Aufkleber, Vollfolierung, Teilfolierung, alles Mögliche machen wir selber bei uns im Haus. Loco fragt, warum arbeitet ihr mit H&R und nicht mit KW? Das ist eine gute Frage. Warum? Weil wir, das weiß ich selber, ich persönlich bin mit H&R sehr, sehr gut befreundet und bei mir geht es wirklich alles über die Freundschaft. Ja, es hat sich so ergeben einfach, dass ich mit H&R wirklich eine ganz, ganz große Partnerschaft habe und ja, wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist der Grund. David fragt, woher kommt der Name Prior? Ja, David, woher kommt der Name Prior? Von Priorität, ja. Wenn man am Flughafen steht, da steht immer, da wo der rote Teppich ist, steht da so Priority. Und das ist natürlich etwas, was Besonderes, ja. Und so kamen wir auf den Namen Prior Design. Das war Design nicht, aber Prior. Deswegen steht auch manche auf meinen T-Shirts oder was. Heute habe ich jetzt keins an, aber normalerweise habe ich die T-Shirts an. Da steht, setzt Prioritäten und ja, finde ich cool. Fabi, kommen noch weitere Projekte mit JP? Ja, Fabi. Ich denke mal ja. Wir sind auch mit JP sehr gut befreundet und ich glaube, wir werden auch nächstes Jahr viele verrückte Projekte zusammen machen. Da bin ich mir ganz sicher eigentlich. Jack 15, besorgt euch ein Mikro. Ja, genau. Jack, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Ja, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Jack, guck mal, ich habe schon eins. Das ist der Anfang. Ja. Ich habe hier einmal für die Kamera so ein Ding geholt. Ja. Und einmal so ein Ansteckmikro, damit man mich noch besser hören kann. Ja, also tut mir leid für die alten Videos. Manchmal hört man wirklich den Ton sehr, sehr, sehr schlecht. Aber meistens haben wir nur eine Chance oder eine Möglichkeit, das jetzt aufzunehmen und nie wieder. Und deswegen ist das manchmal ein bisschen doof. Ja, tut mir wirklich leid wegen dem schlechten Ton. Aber wir haben uns die Mikros und alles schon gekauft. Steve, zum Thema RS6, schon Vollgas und noch nicht eingefahren? Ich bin ja gar nicht Vollgas gefahren. Also beim letzten RS6-Video, da waren ein paar Kommentare, glaube ich, so, ne? Dass ich quasi Vollgas gefahren bin und das Auto hatte noch nicht mal 300 Kilometer auf dem Tacho. Das stimmt nicht. Ja, also das Auto konnte viel, viel, viel mehr. Also ich habe da schon ein bisschen darauf geachtet, dass ich das Auto nicht Vollgas fahre, deswegen auch nur bis 200. Ja? Und ich habe dem auch nicht voll beschleunigt, sondern einfach wirklich, sagen wir mal so drei Viertel. Ja? Also ich habe das Auto nicht, ich habe dem Wagen nicht wehgetan. Okay. Sergej fragt, mach mal ein Video zum Rolls-Royce. Genau, da, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch schaffen, vielleicht schaffe ich das mit dem Tom. Wir haben jetzt zurzeit Betriebsferien und der Olli, der normalerweise mit mir die Videos dreht, der ist nicht da, der hat Urlaub. Deswegen macht das mit mir heute zum Beispiel mein Sohn Tom. Vielleicht schaffen wir noch dieses Jahr. Das Wetter soll richtig gut sein. Ja, Auto ist gewaschen, steht schön in der Halle. Deswegen machen wir. Nächste Frage. Dom E. Fertigt ihr wirklich jedes Teil so oder nur die Prototypen? Das ist ja eine Heidenarbeit. Der Großteil ist doch bestimmt dann Massenproduktion, oder? Nein. Don? Don. Don, okay. Don, nein. Das ist wirklich, im Prinzip wird jedes Teil so produziert. Zwar nicht so langsam, wie ich das euch in Videos zeige.
aber jedes Teil, was von uns versendet wird, ist ein Einzelstück, mehr oder weniger. Das ist alles Handarbeit. Das wird wirklich nach und nach produziert. Also wirklich sehr, 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 sehr aufwendig. Und man darf einfach nicht unterschätzen, wenn man etwas bauen möchte in guter Qualität, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Ne? Und wir bauen seit 3 Jahren jetzt alles in Deutschland und die Qualität hat sich um 1000% verbessert. Florian T., habt ihr eine hauseigene Lackiererei oder lasst ihr lackieren? Weil der Lack ist echt top. Würde mich mal interessieren, welche Farbe das ist. Mhm, bei dem Mustang. Genau. Ja. Bei dem alten Mustang, bei dem alten Mustang, den wir auf der Motorshow in Essen präsentiert haben, hat die Farbe, ich glaube, das ist von VW, eine Farbe, die gab es in den 90er Jahren, ganz kurz, die ist sehr, sehr, sehr aufwendig, ich glaube 6 oder 7 Schichten Lackierung ist das. Und dann hat VW, glaube ich, festgestellt, das ist sehr aufwendig und sehr teuer, deswegen haben die das, glaube ich, rausgenommen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber ich gehe davon aus, dass es einfach zu teuer war oder was auch immer. Hauseigene Lackiererei? Nein, haben wir nicht. Wir haben 3 Partner-Lackierereien, die für uns unsere Autos lackieren. Ja, aber eigene Lackiererei haben wir nicht. Ich hatte eine eigene Lackiererei vor, ich glaube, 10 Jahren. Ja, und die hat mich 100.000 Euro gekostet, in Minus. Und der Grund dafür war, die Aufträge waren da, alles war da, aber in Deutschland findet man wirklich, wirklich schwer einen guten Lackierer. Ja, die guten Lackierer sind selbstständig, ja, oder verdienen so viel, dass sie nirgendwo anders hingehen möchten. Ja. Also das ist kaum möglich, in Deutschland einen guten Lackierer zu finden. Deswegen hatte ich nicht das Glück, jemanden zu finden und musste damals diese Abteilung schließen. Nächste Frage. Frau Schietzel-Fitzel fragt, ich habe mal von Leuten gehört, die würden im Ofen zu Hause Carbonteile herstellen für ein Motorrad. Die haben zwar eine Vakuumpumpe, aber kein Autoklaven. Von welcher Qualität kann man da sprechen? Oder ist es dann genauso, als würde man das Harz einfach trocknen lassen und die Teile wären dann schwerer? Nein, das ist im Prinzip ist das auch machbar. Im Backofen ist aber ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, also ich würde so etwas zu Hause nicht machen. Das ist alles wirklich nicht so ganz ohne, weil die ganzen Tüten, die wir bauen, ja, die müssen hitzebeständig sein. Die ganzen Schläuche und so weiter. Im Prinzip ein Backofen, das muss ja dicht sein. Ja? Und sobald man in einem Backofen quasi die Tür offen lässt, dann verschwindet die ganze Hitze. Ist nicht gleichmäßige Hitze. Also ich weiß nicht, also vielleicht kann man einen Backofen so umbauen, dass das auch funktioniert. Kann sein. Probiert aus. Ich weiß nicht, also ich mache es lieber nicht. Aber würde ich auch euch nicht wirklich empfehlen. Aber es gibt wahrscheinlich so ein paar Tüftler? Tüftler? Die sowas zu Hause machen können. Also ich gehe davon aus, dass das ziemlich gut funktionieren könnte. Weil das wird im Prinzip Unterdruck, Überdruck erzeugt in diesem Autoklaven und dadurch wird das quasi das Carbon richtig an dieses Werkzeug, an dieser Form richtig gepresst. Weil allein nur eine Vakuumpumpe wird das, glaube ich, nicht so 100%ig schaffen. Deswegen, aber wer zu Hause ausprobieren möchte, würde ich mich freuen, wenn irgendeiner das ausprobiert und mir Bescheid gibt. So, nächste Frage. Von K-Design. Die Entwicklung am PC, macht das ein technischer Produktdesigner oder wer macht das? Ja, das macht bei uns im Prinzip unsere Grafikabteilung, die wir haben. Der ist schon bei uns seit 15 Jahren in der Firma. 15, 16 Jahren, glaube ich. Und im Prinzip diese ganzen Designs entscheide ich. Ja, die meisten Ideen habe ich und gebe das weiter. Die verwirklichen das auf dem PC. Also das ist sowas Ähnliches wie man, vielleicht kennt ihr das von dem JP-Video, wie er damals den Toyota Supra oder den KTM umgebaut hat bei uns. So hat der Grafiker im Prinzip, er hat eine Idee gehabt im Kopf, hat uns das weitergesagt, ja, wie und was und das. Dann haben wir es gezeichnet und dann so entsteht Design, ja. Mir ist noch ein Kommentar ins Auge gefallen. Und zwar, da hat jemand geschrieben, dass der Chef, dass der das nett findet, dass der Chef sich wirklich die Zeit nimmt und die Nachrichten oder Kommentare selber noch beantwortet. Ja?
Wie gesagt, ich mache das aus Leidenschaft. Ja. Manchmal liege ich in der Badewanne oder so und lese mir die Kommentare durch. Also da habe ich meistens Zeit oder im Bett. Und da versuche ich wirklich die Kommentare zu beantworten. Ja, und ich gebe mir Mühe, alles so gut wie möglich zu machen. So, also, wenn ihr irgendwas wissen wollt, was wir machen sollen, was wir abdrehen sollen, was interessiert euch, also wirklich, ich bin für alles offen. Ja, ich versuche auch hier bei YouTube alles selber zu beantworten. Die Antworten, die vom Priority-Design kommen, ja, mit dem P-Zeichen, die sind von mir. Und wenn da steht Team Prior, das ist dann von meinem Team. Da hat ihr dann Zugriff von meinen Angestellten und ja, deswegen, die kommen von da. Aber ich lese mir die alle, ja, noch schaffe ich das. Ich hoffe, dass ich das auch in der Zukunft so beibehalte. Ich bin so ein bisschen krank. Ja, also wie gesagt, wenn ihr was Schönes wissen wollt oder Fragen habt, stellt die einfach, ob als Kommentar oder als Nachricht oder was auch immer, wie auch immer. Wir machen's. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar. Ja, ich freue mich wirklich und ich freue mich wirklich auch sehr, dass mein YouTube-Channel so schön die Kurve so steil nach oben macht. Finde ich sehr, 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 sehr schön, dass ich wirklich jeden Tag neue Abonnenten bekomme, ja, und so tolle Kommentare. Wirklich, das macht mich sehr stolz. Ich merke das auch so ein bisschen in der Stadt oder so, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, da werde ich auch erkannt von den YouTube-Videos. Finde ich auch lustig. Ich werde jeden Monat oder versuchen, ja, ich werde versuchen, jeden Monat so ein Video Fragen, Antworten zu machen. Ja. Schreibt einfach Kommentare oder Nachrichten und wir werden das beantworten. Ne? Vielen Dank, ihr Lieben, für alles und ja, bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Ciao.